Sorry, I'm a lady. Sorry, I'm a lady. Oh, Dynamite. Oh Gott, was kommt denn das Abendbrot nun? Kommt das bald oder was? Komm schon, Mausebär. Mausebär? Seit wann denn Mausebär? Also. Bitte schön, mein Purzelschnurz. Purzelschnurz? Sag mal, was soll denn das hier sein, Klauschi? Sag mal. Schnellkartoffeln mit Hering vom Hauswart. Schnellkartoffeln? Ich hatte bestellt Pellkartoffeln mit Hering Hausfrauenart. Schnellkartoffeln mit Hering vom Hauswart. Guten Appetit, mein Schnuffi-Schnauz. Schnuffi-Schnauz? Also, was ist noch mal? Darf ich sonst noch was für dich tun? Ja, wo bleibt mein Bier und mein Schnaps? Hier und mein Straps. Mein Bier und mein Schnaps. Also manchmal denkt man, ich muss den Fernsehen sehen hier. Zur Entfernung etwas über 30 Meter. Klaus, bist du wahnsinnig geworden hier? Mitten beim Abendbrot hier, wenn ich meine Sportschau nehmen will? Das ist doch einfach nicht geworden, aber. Die ist defekt. Die hat einen Schaltfehler, die hat eine Macke. Sag mal, muss ich ausblieben. Sag mal, was soll denn das jetzt? Oh ja, mach's mir, Mausebär. Oh, du bist der Größte. Oh. Gott, ich muss sofort den Pussycat-Service anrufen. Hallo? Willkommen beim Servicedienst der Firma Pussycat. So wie ein Serviceplatz frei ist, wird unser Team sich um dich kümmern. Es warten noch zwei Kunden vor dir. Dieser Anruf ist gebührenpflichtig. Bitte lege nicht auf. Ich muss mal versuchen, da ist ja inzwischen in Ordnung. Mal sehen. Zack. Was darf ich für dich tun, mein Schnurpel? Schnurpel. Ja, leer doch mal den Aschbecher aus. Ja, sieht ja ekelhaft aus hier. Den Aschbecher hier mal, ja. Ja. Nein! So, die hat sie doch wohl nicht mal alle. Was ist denn da? Hallo? Hallo, Pussycat. Firma Pussycat Service. Ich bin Heiko. Was kann ich für dich tun? Ja, mein Model ist hier total durchgedreht. Was soll ich denn da machen jetzt? Nenn mir bitte zuerst deine Kundennummer. Ja, meine Kundennummer ist 1237-99. Du bist Jörg Schulze. Ja, das bin ich selber, also. Du hast ein volljähriges Modell, Claudia Schiffer. Ja, das stimmt, ja, okay. Nenn dir jetzt bitte dein Codewort, Jörg. Na, das Codewort ist Klauschi. Jörg, das trifft zu. Nenn mir jetzt bitte die Seriennummer deines Modells, Claudia Schiffer. Ja. Du findest sie auf dem letzten Halswirbel. Ja, das weiß ich selber, Menschenskind. Also, die Codenummer ist... Oh, Gottes Willen. Die ist also hier 77CS-92. Jörg, deine Klauschi ist schon ein etwas betagtes Modell. Dafür habe ich hier keine Unterlagen mehr. Ich hatte keine Unterlagen, die will hier mit hässlichen Sachen schmeißen. Die versaut mir die ganze Bude hier. Jörg, reg dich jetzt bitte nicht auf. Ich habe mich inzwischen bei unserem Außendienst eingeloggt. Ganz in deiner Nähe hat unser Herr Krause gerade ein Modell Naomi repariert. Er wird gleich kommen. Ja, was mache ich bis dahin? Was soll ich machen, wenn sie hier losgeht von selber? Jörg, du bist jetzt sehr erregt. Ja, allerdings, ja. Das ist normal, wenn eine Frau nicht das tut, was ihr Besitzer von ihr will. Na klar. Du kannst deine Klauschi ruhig stellen, indem du sie dreimal kurz und dreimal lang anblimpst. Jörg, dieser Anruf war gebührenpflichtig. Und ansonsten, toi, toi, toi. Ja, also, mal sehen, also, dreimal kurz und dreimal lang. Zing, zing, zing. Oh. Was darf ich für dich tun, mein Hasenpumpe? Hasenpumpe. Ja, hör mal zu, Klauschi, komm mal her, komm mal Fußball, bei Fuß hier, so, bei Fuß, so. Was war das eben mit dem Teller da? Ja? Willst du eine Schwiebel kriegen, ja? Ist sie nach Backenbretter oder was? Oh, Gottes Willen.
Ja, Gott. Hallo? Herr Krause, ja, komm, komm rein hier. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Hier, das ist sie hier, das ist er, hier. Oh, Baujahr 92. Ja, ja. Aber also heute Morgen hat sie noch voll funktioniert. Ja, also hat mich geduscht so, dann ein bisschen abfortiert, ein bisschen kleine Massage und so, ja. Frühstück gemacht, Schnürsenkel zugebunden, also alles einwandfrei, ja. Also. Schiffer. Ja, Klauschi. Auslaufmodell. Mir gefällt's also. Ja, was hat sie denn? Naja, sie stöhnt so rum, also. Ja, dann haben sie vielleicht ein Erotikprogramm eingeschaltet. Nee. Das ist ja fest installiert hier. Jeden Samstag nach der Sportschau. Fest installiert. Naja, dann wollen wir mal sehen. Ja, gucken wir mal, was da. Ich will. So, du Ratte, du Nichts, du Assel, du brauchst also eine Tracht Brühe, ja? Los, setz dich dahin! What? Du böser, böser Junge! Du Stück Dreck! Los, auf den Tisch mit dir! Zack! Los! Zack. Sag, ich bin ein Schwein. Los, sag es. Ich bin ein Schwein. Ich bin ein Schwein. Ja, und jetzt runter mit dir. Auf die Knie. Und dann musst du. Na, jetzt hast du noch gut drauf. Entschuldigung, was war das denn jetzt? Das Domina-Programm. Das hat die doch rausnehmen lassen, auf sowas steht nicht. Ja, wenn sie dich denn selbst auf der Festplatte raufgeholt hat, dann können sie sie vergessen, denn dann wird sie jetzt immer gewalttätiger. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, die Reparatur wird sauteuer. Ja. Für dasselbe Geld liefern wir ihnen eine neue, wenn sie ihre hier in Zahlung geben. Ja, war irgendwie nett mit ihr, aber was sein muss, muss sein. Ja, also. Ja, oh, hier ist trockene Luft. Haben Sie mal ein Glas Wasser? Ja, natürlich, hol ich ihn, ja. Kleinen Augenblick. Hallo Berti, hier ist Mike, ja du. Stell mal zusätzlich zum Bier noch eine Piccolo kalt. Ich hab eine erstklassige 92er Schiffer, die bring ich mit, ja. Du, die hat der Domina-Programm voll drauf. Ja. Ihr lasst Wasser, ja? Ja. Wenn es Ihnen recht ist, nehme ich dich ja gleich mit. Ja, klar, bin froh, wenn ich so los bin, ja. Aber ich meine, so wie die jetzt hier, so, wie kriegen wir die aus der Wohnung raus? Also, Mit einem Abschiedsprogramm. Also groß Abschied feiern wollte ich eigentlich nicht mehr, ja. Also. Das ist ganz einfach, Sie sagen bloß, ich verstoße dir. Was, das gibt's bei uns jetzt auch schon? Ja, das andere geht dann automatisch. Na gut, also, gut. Ich verstoße dir. Bei Berti Bauer melden, Kantstraße 12. Sagen Sie mal, apropos was Neues, was hätten Sie so im Angebot? Vielleicht mal was ganz ausgefallen ist, was abgefahren ist. Wäre ja auch mal lustig. Wissen Sie, so ein bisschen reifer, ja, ein bisschen so figurfüllig, ja, Zuppelhaare, so Augen mehr so in Richtung lila Kuh, keine Ahnung von nichts, quasselt aber überall mit. Haben Sie so ein Model? Sagen Sie mal, ist das Ihr Ernst? Angela Merkel?